Hallo und herzlich willkommen zu The Witcher 3 The Wild Hunt mit den Erzen aus Stein, die wir leider schon fertig haben. Und der Blut und der Wein, der kommt noch. So, ich bin schon mal wieder hier den Berg hochgelaufen, wo wir beim letzten Mal den Gastod gestorben sind. So, jetzt wollte ich aber mal gucken, hier ist doch irgendwann am Rumrennen. Hallo? Aha. Junge. So, einen harten Brocken, ne? Komm. Na. Junge, Steine schmeißen. Haben wir dich. Hast du keinen Loot? Echt nicht? So. Enttäuschend. So. Und dann habe ich nachgeguckt und ihr glaubt es nicht. Also ihr glaubt es wirklich nicht. Wo dieser bekloppte Panzer ist, ne? Bringt mir auch nichts, ne? Also wenn ich jetzt hier da den weil hier gab's doch was. Irgend so ein überlegene Katze. Gifte heilen, anstatt Schaden zu bewirken. Cool. Wird das nicht funktionieren? Krabbspinnen, absurd. Da. Popsporen gegen Gift. Gewährt vorübergehende Immunität gegen Popsporen. Probier das mal. Schnubbelt die rein. So, und jetzt zeig ich mal her. Nee, nee. Das wirkt nicht. Meine Herren, ey, wirklich. Es ist doch nervtötend. Da haben wir es. Schnell raus hier wieder. Knapp. Knappe Kiste. Aber ich habe keinen Bock gehabt, jetzt wieder drauf zu gehen. Deswegen schnell rein, schnell wieder raus. Die anderen Sachen, die da drin liegen, die liegen dann halt da. Wird nichts Großartiges sein. So gut. Dann kommen wir wieder runter. Von dem Berg. So, und dann müssen wir nochmal dahin, wo wir in der letzten Folge waren. Alter, ihr glaubt das nicht, ne? Wo das Scheißding liegt, ne? Aber ich bin schon mal beruhigt, kein Bug. Ne? Weil ich war mir ziemlich sicher, dass wir, als wir schon mal da gewesen sind, dass ich da irgendein Schema da gefunden hatte. Ne? Aber anscheinend war das eine falsche Erinnerung. Einfach hin, wie ihr freies Dahl. Hat es dem Monster wehgetan, als du es getötet hast? Ich hoffe, dass es ihm sehr wehgetan hat.
bist ein grausames kleines Kind. Es wünscht anderen den Schmerz. Da helfen die Hexersinne auch nicht. Und ich dachte schon hier, das Ding, das wäre fies versteckt. Aber nö. Muss hier... Da ist die Kackkiste. Ja, da ist überlegene Wolfsrüstung. Leck mich an Arsch. Teil 3. Erledigt. Deswegen. Da kommt doch kein Mensch drauf. Gut. So. Was ist hier los? Haben wir irgendwas hier noch zu tun? Sieht nicht so aus. Fragezeichen technisch ist hier abgegrast. Hier ist ein Fragezeichen. Da sind Fragezeichen. Lecko Fanny. Ja gut. Quests. Schatz suchen. So. Dann gleich Schema zur Verbesserung der Wolfsschulenrüstung Teil 6. Zwei Sachen haben eine. Hose haben wir gefunden. Irgendwas. Das ist aber auch das Letzte, ne? Danach geht's Kaer Morhen, Novigrad, wählen. Gut. Dann ist das wohl das Letzte, was wir haben. Wo müssen wir da hin? Da oben. Da oben müssen wir hin. Alles klar. Machen wir das. Ja, und dann da auf die Insel. Alles klar, dann können wir hier das Fragezeichen auch gleich mal ab. Frühstücke. Gut. Plöze. Plöze, komm her. Nehmen und dann rennt Plöze schon wieder in die andere Richtung. Genau so ein Wetter habe ich heute hier bei mir. Obwohl, das ist noch schön. Im Vergleich zu dem, was ich hier vor der Tür habe. Ich habe nass, kalt und Regen. Ohne Ende Regen. Mit euch los. Bitte weg hier, ja? Ich habe einen Typen getroffen, der sich das Bein gebrochen hatte.
Hier hatten wir doch gegen eine Vieh gekämpft. Aha. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Willst du was? Ne? Junge. So. Tja. Wo das wieder versteckt ist, ne? Was ist los hier? Ach, die habe ich schon abgefrühstückt. Gut möglich. Da oben drauf, alles klar. Eieie! Komm. Hammert. Gut. Sind aber echt komisch teilweise versteckt, die Sachen, ne? Hier ist nix. Deswegen, hätte mich auch gewundert, weil... Wundert mich. Also, da ist nix. Leuchtet nur gelb, aber... Da ist nix mehr. Blödsinn. So, wo müssen wir jetzt? Ja, darüber, ne? Na gut, dann reite mal dahin. Guck an, ein Schmied. Oh, vom Heu. Ach so, das sind die Leute hier, ne? Die komischen. Ich hab alles, von der Klinge bis zum Fassreifen. Aber was? Klingen dürfen dich wohl eher interessieren. Aber hast du Bock? Spielen wir Karten. Wie wäre es mit Gwent? Mein altes Deck. Nicht gut. Deck. Meine Fresse, Deck. Das ist nicht gut. War nicht gut. Oh. Erstmal hier so ein Spion hier hin. Ja, ist cool. Nee, da passe ich.
Kleine Hoden passt. Kann ich mir den jetzt eigentlich wieder zurückholen? Da ist ja auch eine ganz fiese Sache, ne? Gut gespielt, aber nicht gut genug. Einfach weil ich es kann. Mag schöne Klettern. So. Wir wonnen. 10 Kronen und was kriege ich? Extrem dichter Nebel. Ich habe alles, von der Klinge bis zum Fassreifen. Aber Klingen dürften dich wohl eher interessieren. Was ist das für eine fiese Karte? Dann zeig mal, was du hast. Extrem dichter Nebel gibt da mehr. Gut. Was haben wir denn hier? Müll. Oh, du hast ja auch nur 340. Das ist ja dann gleich schon ein Huni. Oder noch 116. 96. 96. 81. 12, 24, komm, 96. Und dann kannst du vielleicht noch mal hier ein bisschen reparieren. Und dann können wir dir noch mal hier, was haben wir hier? 75, okay. 69 und 75, okay. 112, 24 und 18. Jetzt. Soll reichen. Ist dann. Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Ja, danke dir. Heißt heute denn immer noch? Räumt doch mal die Leichen weg, wirklich. Ey, räumt doch mal. Das wollte ich schon immer wissen. Was macht ihr Hexer, wenn keine Basilisken, Waldschrafe oder Riesen in der Nähe sind? Was überhaupt? Im Bergfried? Er steht hier auch noch rum, weißt du? Hat alle Leute hier umgebracht und dann steht er hier doof rum. Das war wieder so eine Fehlentscheidung von mir. Ich weiß.
Aber es ist, wie es ist. Ne? Kannst du machen, nix. Mal gucken auf Karte. Können wir auch einfach querfeld ein. Hallo! Schneller! Deine Mutter hat dich rausgeschissen! Jetzt hol dich das Dorf zurück! Verlieren wir den Nerv. Fiesen Banditen, ja. Kreischt denn hier so? Boah, ist das schön, ne? Halt! Auge um Auge! So nicht. Zerrissenes Stück Papier. Und dann sagte der alte Druide, wenn du wirklich auf der Suche nach Weisheit und Wissen bist, dann nimm dein wertvollstes Eigentum und leg es in eine Truhe. Segle nach Utvik, steig auf den Berg dort und geh auf den Bergrücken entlang. Verbeuge dich vor jedem der vier Winde, empfehle dich den Göttern und wirf die Truhe ins Meer. Holwag tat, wie der Druide ihm geheißen hatte, und kehrte danach zum Heiligen Hain zurück. Ich habe die Truhe ins Meer geworfen, sagte er, aber ich fühle mich kein bisschen weiser. Der Druide erwiderte, weil es auf dem Weg zur Weisheit keine Abkürzung gibt. Weder Gebete noch Opfer, noch die Worte weiser Männer mögen dir Weisheit geben. Das ist deine Lektion. Als er das hörte, überkam Holwag ein solcher Zorn, dass er den Druiden auf der Stelle mit bloßen Händen erwürgte und seinen Kopf vor seinem Haus auf einem Spieß steckte. Damit ein jeder wusste, dass er vielleicht nicht weise war, aber sich auch von niemandem zum Narren halten ließ. Okay. Die Abkürzung. Ja, und ich habe das schon von Weitem gesehen und ich wollte schon sagen, ne, was ich so schade finde, ist, einerseits finde ich natürlich gut, dass es hier so diese Fragezeichen gibt. Ne, auf der anderen Seite möchtest du dann eigentlich gar nicht großartig selbst erkunden. Weil du hast halt nicht den Eindruck, dass da ist. Geralt, bitte. Abkürzung. Haben wir das? So. Jetzt aber hier ein krasser Wetterumschwung, ne? Also nix hier drin. Schon abgegrast, oder? Gib dir mal eine leckere Honigwabe. Ach, guck mal. Ne, ich erinnere mich, war doch noch was hier mit...
Ekligen Viecher. Ich sollte doch hier Schnur und irgendwas auftreiben, ne? Hier hatten wir doch den Verrückten da im Boot getroffen. Ich habe aber bis jetzt nur Nägel gefunden, keine Schnur. Ja, mal spielt ja keine Rolle. Scheiße. Alter. Auch nicht so weit. Du auch noch? Ich sollte mich ein wenig umsehen. Solltest du. Geht klar. Haben wir das. Wolfsschule am Start. Ansonsten ist hier aber auch... Ja, nichts, ne? Ja, nichts. Gut. So. Gut. Schnapp ich mir das Boot und dann wird hier halt noch ein bisschen was abgegrast. Müssen zwar einmal hier komplett in die gesamte Insel rumfahren, aber irgendwas ist ja immer, ne? Oh. Geht das? Super, Geralt. Ich erinnere mich, hier sind wir angelandet, sagen wir mal so. So, Wildkarte. So gut wie alles andere. Geile Nacht. Echt weit weg. 1,5.
Ja, und dann geht wohl nächste Folge weiter mit Hauptquest, hä? Und wieder zurück nach Velen. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir überhaupt schon einen Teil von der Wolfsschule geschmiedet haben. Ja, weil Katzenstühle, klar, haben wir gemacht. Wolfsschule wüsste ich jetzt nicht aus dem Kopf. Wie ist das eigentlich bei New Game Plus? Bald ich meinen Truheninhalt? Nicht so. Aber das macht keinen Sinn, weil ich behalte ja auch mein Level, ne? Von daher, ich denke, der Vollständigkeit halber sammeln wir die Sachen, aber auf Level 38 möchte ich dann doch gerne hier die ophirische Rüstung schmieden. Denn dafür kriege ich dann auch noch eine Quest. Will ich hoffen. Nicht würde ich sagen. Sondern will ich hoffen. Bin immer noch enttäuscht darüber, dass ich da den Kuh-Genozid begangen habe. Und ja. Keine Trophäe als Belohnung bekommen habe, dafür, dass ich 20 Kühe, und ich habe, als ich die Folge hochgeladen habe, habe ich gezählt. Das waren irgendwie 23 oder was, wo ich aufgehört habe zu zählen. So, mal kurz Karte. Alles klar. Fahren wir rechts vorbei, gut ist. Nava. Die Insel, die hat ja sogar einen Namen. Na, ich tippe einfach mal, ne, die ganzen Hexer-Ausrüstung, die waren halt im ursprünglichen Spiel, waren die wohl das Nonplusultra, ne? Nur mit den DLCs, die dazu kamen, ist ja meistens so, ne? Dass so ein DLC dann ein Schmugglerversteck. Probieren wir nochmal. Oh, und überladen. Das war eigenartig. Wir waren doch gerade erst beim Schmied. Egal. So. Haben wir. Dann der hier. Und
Das letzte Fragezeichen, das sieht echt merkwürdig aus. Wie so ein U-Boot-Hafen. Ach, der Kaffee ist schon wieder alle. Ich finde es irgendwie spannend, dass wir wieder hier zum Anfang zurückkehren, also sprich zur Festung des Barons. Bis jetzt war ich nur immer da, wenn ich mal was verticken wollte oder eine neue Rüstung haben wollte von der Meisterschmiedin. Ich muss hier hoch. Wie komme ich denn da hoch? Komische Textur hat. Der Felsen bei der Insel hier. Naja. Hier können wir eventuell mal anlanden. Ups. Acht Kilo. Komm. Wirf mal eben weg. Ne, da liegt sie. Ist natürlich auch bescheuert gewesen, dass ich jetzt die Rüstung für 500 weggeworfen habe. Wenn die gleich disappeared, habe ich ein Problem. Ja, habe ich keins, aber ist ärgerlich, ne, wenn 500 Ochen auf einmal weg sind. Ach, guck an, ein Zyklop. Tag der Herr. Alter, Herr.
Ist nicht wahr. Wie weit drüber bin ich? 2 Kilo. Was ist das? Schwerer. 300. Ein schwerer Streitkolben für 300. Was? Auch 300? Krieg ich doch nie. Komm. Passt. Steck weg. Mal gucken, wo ist denn mein Boot? Da. Das wäre ein weiter Fußweg gewesen jetzt. Nehmen wir. Alles klar. Bin ich zwar wieder überladen, aber wen juckt's? Ne, Boot fahren kann man auch überladen. So, und dann haben wir hier der letzte. Der ist nur eigenartig. Ne? Habt ihr gesehen, so eine lange, lange Bucht. Freund der Wahl. Hier vorbei. Und ja, am besten links lang. Alles klar. Gefällt mir nicht die komischen Schatten da auf den Felsen. Das sieht komisch aus. Weiß nicht, soll das Schatten von den Wolken sein oder was ist das für eine fehlerhafte Darstellung? Das Segel, das sieht auch ein bisschen komisch verpackt aus gerade. Was ist hier los, Hexer? Dann hierhin. Schon mal Abfahrt bereit machen. Jut. Was ist das, ein Bär oder was? Kleine Egnegülfe.
zwei Bären. Mhm. Einfache Schlüssel. Bärchen? Bewacht ihr was? Alter. Bärchen. So, guck zu. So, was ist denn jetzt hier Phase? Ich sehe auf jeden Fall hier nichts. Doch, da. Ah, deshalb haben sie es hier bewacht. Abgeschlossen, aufgeschlossen. Fertig. Hambert. Gut. Da hinten der geile Turm. So. Da mal Luki Luki machen. Und das sieht sehr schön abgegrast aus, außer hier das Ding, was ich aus welchen Gründen auch immer nicht erreichen kann. Und anscheinend tatsächlich habe ich hier eines übergelassen. Was haben wir hier? Ein Schleifstein, jedenfalls. Ja, komm. Muss ich machen, ne? Deswegen, dann düsen wir dahin. Hier wird es ja wohl auch einen Schmied geben, ne? Will ich jedenfalls hoffen, dass es hier einen Schmied gibt. Werden wir aber alles erst in der nächsten Folge erfahren. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch was. Bye, bye.